herzlich willkommen auf dem zweiten. Ja, ich habe schon alle Geheimnisse. Hallo, habe ich gesagt. Hallo. Und was habt ihr gesagt? Hallo. Ja, wir sind einfach so ein bisschen am Aufwachen. Aber trotzdem erstmal seid fühlt euch schön begrüßt im Berliner Kongresscenter der neuen Heimat des Chaos Communication Kongress. Einige von euch sind ja gestern schon angerollt und ich denke, alle gehen jetzt gerade mal so ein bisschen auf Tuchfüllung mit dem neuen Gebäude, so wie wir auch. Wir denken, dass das hier eigentlich ein guter Ort ist. Auf jeden Fall allein schon deshalb, weil die Betreiber dieses Gebäudes alte Bekannte sind. Herzlich willkommen im alten Gebäude vom Haus am Kölnischen Park, die hier rübergezogen herzlich willkommen sozusagen mitgezogen. So dass die gute Zusammenarbeit, die wir eigentlich in den letzten Jahren gehabt haben, fortgesetzt werden kann. Das hat sich auch schon an vielen Stellen gezeigt, nur dass ich da jetzt auf große Details reingehen will. Aber ich denke, dass das hier ein guter Ort ist und wir haben ja eigentlich auch genauso viel Platz. Allerdings ist der Platz ein bisschen anders verteilt, das wird einigen schon aufgefallen sein. Was ein bisschen schade ist, ist, dass unten der Huxhinter-Bereich nicht so groß ist, wie das schon auf den Grafiken auf der Webseite angekündigt worden war. Der Grund ist schlicht der, dass wieder einmal die Bauarbeiten deutlich länger gedauert haben, als das eben so vorher erwartet und gehofft werden konnte. Sprich, dieser A08-Bereich, der dann noch so als Huxhinter 2 eingezeichnet ist, der steht schlicht und ergreifend nicht zur Verfügung und deswegen wird es ein bisschen enger als erhofft. Frank wird da sicherlich gleich noch was zu sagen. Ansonsten haben wir eigentlich den Raum, wie wir ihn haben. Wir haben allerdings auch noch etwas geänderte Rauchvorschriften, insbesondere die Vortragssäle sind natürlich rauchfrei, das hatten wir auch vorher schon. Und dieses Jahr wollen wir eigentlich auch den Huxhinter-Bereich unten weitgehend rauchfrei halten. Rauchen ist eigentlich erlaubt unten in der Lounge und hier auf den ganzen Ringen oben und unten. Von daher muss da keiner zu sehr auf seinen Konsum verzichten. Ja, nochmal bei den langweiligen Ankündigungen zu bleiben. Was bei uns in den letzten Jahren immer ein Problem war auf dem Kongress, mal mehr, mal weniger, aber was hier jetzt noch ein bisschen mehr droht als zuletzt im Haus am Kölnischen Park, das sind so die potenziellen Schadensquellen. Wir hatten häufig mal so den Fall, dass etwas rüde mit Gaffer an Wänden gearbeitet wurde und naja, für uns bedeutet das, dass wir halt danach immer umfangreiche Malerarbeiten bezahlen dürfen und das ist halt nicht ganz billig. Besonders schwierig ist es bei solchen Sachen wie dem Parkett, was hier verlegt ist. Da gibt es auch im Huxhinter in der Mitte so einen Bereich. Irgendwie ein Brandloch auf dem Parkett bedeutet, dass das ganze Parkett ausgetauscht wird und das kostet halt gleich so einen Batzen Kohle. Nach wie vor ist es so, dass wir hier zu besonderen Konditionen hereingelassen werden hier zwischen den Jahren. Und nur deswegen ist so ein Kongress überhaupt in so einer Location möglich und ich möchte euch bitten, dass ihr da alle ein bisschen mithelft, um eben solche Zerstörungen zu vermeiden. Das betrifft insbesondere sowas wie Tesafilm an gemalte Wand. Da sind jetzt schon diverse Installationen vorzufinden. Man sollte vielleicht dann sozusagen im Laufe des Vormittags für die Installationen, die da schon sind, nochmal eine andere Lösung finden, wie man das Ganze potenziell zerstörungsfrei gestalten kann. Ja, vielleicht magst du ja zu der Huxhinter-Situation generell noch mal was anfügen. Also wir haben dieses Jahr das auch wieder gehandhabt, dass ihr euch anmelden musstet für das Huxhinter. Das hat sich die letzten zwei Jahre recht gut bewährt, was vor allem den Vorteil hat, dass wir den Platzbedarf ungefähr abschätzen können und vor allem auch, dass wir ähnliche Projekte zusammen gruppieren können. Das heißt also, ihr könnt dann jeweils von euren Nachbarn profitieren. Das heißt also, da sitzen zum Beispiel Projekte, die was mit den Treibern für digitales Fernsehen basteln oder sitzen Leute, die sich mit der Xbox beschäftigen, irgendwie in einer Ecke, irgendwie an einem Tisch, sodass es auch für Leute, die da jetzt gezielt irgendwelche Projekte suchen, einfach ist, auf den Lageplan zu schauen und dahin zu gehen. Und natürlich alle anderen können auch von den Nachbarn profitieren, können Erfahrungen sammeln. Es sind Projekte da, die sich gemeinsam angemeldet haben, die dann eine Ecke haben, die da zusammen arbeiten können, die sich sonst vielleicht das ganze Jahr nicht sehen. Wir waren dieses Jahr in der unangenehmen Situation, dass wir über 700 Anmeldungen gekriegt haben für Huxhinter-Plätze.
Und wenn ihr das Hackcenter unten seht, also wirklich optimistisch geschätzt, 400 Leute gehen da rein. Das ist jedenfalls das, was ich so über den Daumen gepeilt habe. Und habe dementsprechend leider über 300 Leuten eine Absage schicken müssen. Das heißt, das ist eine Absage, nicht, dass sie nicht hierher kommen dürfen, sondern nur, dass wir eben keinen Platz im Hackcenter garantieren können. Das heißt, wenn die Leute mit dem Computer herkommen, wir müssen versuchen, irgendwo im Gebäude einen Platz zu finden. Wir müssen allerdings auch wirklich Fluchtwege frei halten, mindestens hier oben 2,5 Meter breit. Das heißt, das ganze Gebäude kann nicht komplett verhackcentert werden. Es müssen auf jeden Fall Gänge frei bleiben, es dürfen auch keine Kabel quer gespannt bleiben. Da müssen wir einfach schauen, wie wir das lösen. An Highlights im Hackcenter haben wir natürlich wie immer die FreeBSD, OpenBSD und NetBSD-Leute, die, wenn ihr ins Hackcenter reinkommt, gleich links zu finden sind. Nicht zu übersehen, die haben auch ganz viele T-Shirts. Und hat mich das OpenBSD-Team auch gleich gebeten, zu sagen, das OpenBSD ist ein Robust Operating System, wir sind Installer, so easy, it is highly recommended by im mittleren Bereich, so der Kern vom Hackcenter, ist der ganze Embedded- und Hardware-nahe Bastelbereich. Da sitzen die Leute mit den Lötkolben. Hinten an der unten Seite des Raumes, da sitzen so vor allem die ISDN- und Telefoniebastler und dazu die Leute, die sich mit dem Hacken von Access Points, von WLAN-Geschichten beschäftigen. Das heißt also, die da irgendwie sich die Firmware genauer angucken. Und dahinter die Leute, die sich im weitesten Sinne mit digitalem Fernsehen beschäftigen. Das sind die ganz schönen, haben wir da in die Ecke gesetzt, genau. Denn in dieser kleinen Einbuchtung, die da ist, sind so die Alt-Unixe zu finden. Das sind so obskure Hardware, alte Sachen und seltene Sachen. Die sind noch nicht da, ein paar sind schon da, aber vielleicht noch nicht wach. Dann haben wir so vorne am Gang, sind so die ganzen CCC-Erferkreise, die unsere regionalen Ableger, also Chaos-Treffs, dass sie auch einfach nach vorne hin präsent sind. Das heißt, Leute, die durchs Hackcenter gehen, können auch direkt schauen, ob da jemand aus ihrer Ecke ist und einfach mal ein bisschen umfragen. Teilweise haben sie auch Schilder dran, dass ihr irgendwie da vielleicht Ansprechpartner habt, wenn ihr auch in der Gegend wohnt. Das war also die Idee dabei, dass wir die vorne am Gang platzieren. Und letztendlich haben wir einen Workshop-Raum, den Engelraum da unten auch platziert. Die Lockpicker sind da unten im Erdgeschoss. Und jetzt haben wir noch die Hexen natürlich nicht zu vergessen. Vielleicht, wenn ihr reinkommt rechts. Ja, zur Rauchregelung, zum Rauchen, hat Tim schon erwähnt. Wir würden euch bitten, mit einem Hackcenter nicht zu rauchen. Wir hatten es anfangs mal probiert, aber die Luft ist leise dermaßen schlecht, wenn da 2, 3 Kippen brennen. Es macht keinen Sinn, wenn sich da wirklich 400, 450 Leute tummeln unten. Das ist einfach unerträglich. Es gibt zwar eine Klimaanlage, die ist ja auch mit Sicherheit auf dem neuesten Stand der Technik, aber wenn dann noch die Hälfte der Leute raucht, dann ist auch die überfordert. Deswegen würde ich euch wirklich bitten, dort nicht zu rauchen. Ja, Strom, hat euch die Stromcrew schon angewiesen, möglichst nicht zu viel Mehrfachstecker ineinander zu stecken, also hintereinander zu stecken. Das ist auch nicht so toll. Für Kaffeemaschinen haben wir ein extra Regal eingerichtet. Wenn ihr Kaffeemaschinen und Wasserkocher habt, dann ist am Eingang zum Engelraum, steht rechts ein Regal, das ist in der Nähe vom Fahrstuhl. Das ist extra abgesichert und soll verhindern, dass die Wasserkocher und die Kaffeemaschinen das Stromnetz für die Computer überfordern und dann plötzlich ein ganzes Segment ohne Strom ist, wenn die Sicherung rausspringt. Da macht ihr euch sicher ein bisschen unbeliebt. Ja, viel Spaß im Gerät. Ja, jetzt muss ich wohl was sagen. Morgen. Also die gute Nachricht ist, es gibt einen Fahrplan. Um das mal ganz nett zu sagen, er ist dieses Jahr auch wieder hochdynamisch. Also gedruckte Fahrplanversionen, die euch teilweise auch in freier Form am Eingang gegeben wurden, die könnt ihr gerne natürlich als Erinnerung mit nach Hause bringen. Eltern und dem Glauben lassen, was dort alles passiert sei. In der Realität oder in dem, was hier wirklich passieren wird, verhält es sich ein bisschen anders. Wir hatten einige technische und personelle Unregelmäßigkeiten, die es schwer gemacht haben, einen Fahrplan rechtzeitig fertigzustellen. Ich habe sozusagen auch immer noch damit zu kämpfen, dass jetzt einige Referenten, die vorgestern oder gestern von ihrem Glück erfahren haben, dass ihr Vortrag doch stattfindet, den aber gar nicht vorbereitet haben und deswegen mir kurzfristig mitteilen müssen, beispielsweise der Screen-Vortrag heute, der findet leider nicht statt. Wir sind natürlich nach Kräften bemüht, euch trotzdem einen sehr attraktiven und
20. Chaos Communication Kongress hier zu bieten. Deswegen möchte ich euch einfach bitten, regelmäßig im Web nachzuschauen, was der Fahrplan jetzt gerade behauptet, stattzufinden. Öfter mal Reload drücken hilft da auch. Wir sind jetzt so ungefähr bei Version 0.9 und in einer halben Stunde gibt es die 1.0, die zumindest für den heutigen Tag eine gewisse Stabilität haben. Das Spiel kennt er ja schon. Das ist sozusagen das ganze Probe. Wir haben natürlich noch ein bisschen, da wird der Andreas gleich noch was sagen, anlässlich der Tatsache, dass es hier der 20. Kongress ist, auch mal drüber nachgedacht, was denn eigentlich die Geschichte unserer Kongresse ist, worum es denn hier eigentlich geht und wie sich das eigentlich weiterentwickeln kann und sollte für die nächsten 20 Jahre. Da werden wir heute Abend um 10 zum einen ein paar Aufnahmen von den ersten Kongressen zeigen und zum anderen in einer hoffentlich fruchtbaren Diskussion mal ein bisschen versuchen, Visionen zu entwickeln, wo die Reise hingehen könnte. Ansonsten ist das Vormittagsprogramm heute relativ stabil, würde ich sagen. Das findet alles wie angekündigt statt. Das heißt, wenn der C-Punkt wach ist, das ist schon Rückmeldung, dann wird hier gleich ein bisschen die NOCPRO diesmal als Preview erklären, wie die Netzkonfiguration hier aussieht, warum IPsec mandatory ist und ein paar andere Angelegenheiten. RFID und der ganze Krempel findet eigentlich statt. Für diejenigen, die vorhaben, doch im Hackcenter eher dauerhaft anwesend zu sein, seid unbedingt um 11 Uhr im Workshop-Raum die First Aid for Nerds empfohlen, wo unser langjähriger Sanitäter erklärt wird, was man eigentlich macht, wenn der Nachbar mal umfällt oder nicht mehr hinreichend zuckt oder irgendwelche Einschränkungen in der Interaktion zeigt. Wir sind also auch bemüht, die soziale Komponente der haptisch-taktilen Kommunikation diesbezüglich zu fördern. Da ist dann sonst heute eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Vielleicht generell die Vortragsrede, die drei sind natürlich rauchfrei. Geraucht werden darf, das soll man gerne noch ergänzen, da immer in den Außenbereichen, also sozusagen dem, was man Flur nennen könnte, und unter uns in der Lounge, was man auch Café nennen könnte. Saal 2 und Saal 3 befinden sich im Untergeschoss da nebenan sozusagen, die sind auch ganz bald ausgeschildert, habe ich mir sagen lassen, sowie alle ihren Möglichkeiten, die Regeln nachgehen, nachdem sie wach geworden sind. Sag du doch mal was. Ja, also ich meine, gut, ihr wisst ja sonst, was da stattfindet. Achso, Moment, stopp, eine Sache habe ich noch. Also zum einen die Veranstaltung 22 Uhr, wo der Herr Brok gleich was zu sagen. Zum anderen, um 19 Uhr gibt es noch ein besonderes Event für diejenigen, die also Probleme mit dem Betriebssystem auf ihrer Festplatte haben oder überhaupt mit Problemen mit irgendwas, was auf ihrer Festplatte ist. Um 19 Uhr machen wir unten im Erdgeschoss im Außenbereich. Also das heißt, Richtung Rakete schon noch drinnen, aber ganz nah am Fenster eine kleine Zeremonie. Wir haben einen Festplattendegausser da. Das ist ein Gerät, mit dem man Festplatten wirklich echt löschen kann. Ja, da warte ich erstmal eine halbe Stunde Kondensator drauf und dann machen wir da sozusagen eine kleine Zündung. Und dann, also keine Laptops mitbringen, die nicht wirklich gelöscht werden sollen. Auch keine Herzschrittmacher und keine für euch substanziellen elektronischen Geräte. Also der Sicherheitsabstand ist in eurem Interesse zu wahren. Und wer das Gerät ins Hackcenter wollt, der wird natürlich hier öffentlich seiner Bestrafung zugeführt. Das wird nicht passieren natürlich. Das war jetzt keine Idee, ja, das war ein Punkt. Was die allgemeine Fahrzentrum des Gebäudes angeht. Ihr könnt euch also tatsächlich niederlassen, wenn ihr einen Platz findet, es sei denn, ihr sitzt irgendwie genau in einem Fluchtweg, in einem Sicherheitsdurchgang, den müsst ihr frei halten.
Was wir nicht dulden wollen, ist, wenn auch die Lounge und das Café komplett verhackzentert wird. Also die Lounge und der Barbereich soll also tatsächlich für Leute reserviert sein, die sich da wie gemütlich für einen Kaffee niederlassen sollen. Es ist auch okay, da sein Laptop mal aufzuklappen, aber es sollen also keine dauerhaften Installationen stattfinden. Das heißt, ihr solltet also bitte nicht eure Desktops aufbauen. Wir wollen eigentlich auch keine Leute haben, die sich dann da unter ihrem Laptop mit dem Schlafsack niederlassen. Ja, und trotz der Regeln sind wir natürlich nach wie vor eine freie Gemeinschaft. Und apropos frei, wir haben ja mit dem Workshop-Raum dieses Mal auch die Möglichkeit noch, wenn Veranstaltungen sozusagen mehr Zeit benötigen, als eigentlich im Fahrplan vorgesehen, dann besteht eigentlich immer die Möglichkeit, so dann frei ist, in den Workshop-Raum zu gehen. Hilfreich, wenn ihr eben sozusagen, wenn ihr jetzt spontan noch etwas machen wollt, dass ihr eine kurze E-Mail an congress-u.ccc schickt, dann reservieren wir euch auch den Raum. So viel also zur Verfügung der Zeitschrift. Okay, ja, so viel zum Organisatorischen. Was mich noch ein bisschen bewegt und weswegen ich mich auch noch hier oben hingesetzt habe, ist das gesamtglobale Bild. Der 20. Kongress ist ja schon eine bemerkenswerte Leistung. Und wenn man sich überlegt, wo der CCC herkommt, wie der Chaos Computer vor 20 Jahren aussah, was er getan hat, dann hat sich ja doch einiges geändert. Also der Chaos Computer Club e.V., also der Verein, wurde irgendwann mal gegründet, um den Straftatbestand der terroristischen Vereinigung zu verhindern. Man darf sich kriminellen Vereinigungen, Dankeschön, die Terroristen kamen später. Man darf sich erinnern, damals war der Anschluss eines Modems an das Telefonnetz der Deutschen Bundespost strafbewehrt. Dementsprechend lag auch das Problem nahe. Aber Gemeinsamkeiten sind auch geblieben. Das, was Leute damals wie heute bewegt, ist, denke ich, das gemeinsame Streben nach Wissen, herauszufinden, was die Welt im Innersten zusammenhält, was uns sozusagen von den Leuten da draußen auch ein Stück weit unterscheidet, die zufrieden sind, wenn sie auf den Knopf drücken und es geht. Wir sind zufrieden, wenn wir es aufgeschraubt haben, auseinandergenommen haben, die Teile gesehen haben. Aber was fangen wir an damit? Was treibt uns? Eine der Kernforderungen war es ja immer, Internet für alle, haben wir jetzt erreicht. Hat sich da was geändert? Ich denke schon ein Stück weit, aber das ist ein Prozess, den wir begleiten müssen. Also wir sind mit unserer Aufgabe jetzt nicht fertig, sondern im Gegenteil, wir stehen eher am Anfang. Wir müssen damit jetzt etwas anfangen. Was ist der CCC? Das sind erstmal natürlich der CCC e.V. mit mehreren tausend Mitgliedern. Viele Leute, die sich mehr oder weniger lose assoziiert fühlen. Kleinere Gruppen, die vielleicht eher Wert drauf legen, spezialisiert zu sein, so Phenolit, Teso, Sinflat, die auch immer kommen, die hier herzlich willkommen sind, mit denen wir Austausch pflegen. Es gibt auf der politischen Seite eine Gruppe, die aktiv sind, wie der FFII zum Beispiel, da werden wir sicherlich im Jahresrückblick auch noch sehen, was es an Aktivitäten gab, was da gelaufen ist. Das ist sicherlich etwas, was wir vorantreiben werden. Aber der CCC hat etwas erreicht in den 20 Jahren. Und zwar sind wir eine Gruppierung, die öffentlichkeitswirksam ist. Das heißt, neben den spezialisierten Themen sind wir sozusagen da, werden gehört, wenn es ein Problem gibt, können wir da einen Vermittler spielen, können wir die Öffentlichkeit erreichen. Das ist, denke ich, eine Stärke. Was ist der CCC noch? Für mich ist der CCC auch ein Ort, wo ich jeden Dienstagabend hingehen kann, wo ich Gleichgesinnte treffen kann, wo man einfach gemeinsam in seinen Laptop gucken und hacken kann, wo man was lernen kann. Und das ist auch etwas, was ich in den letzten, über 10 Jahren sehr genossen habe, was mich weitergebracht hat. Und wo ich auch mit Freude sehe, dass viele neue Alpha-Kreise entstehen, dass es wesentlich mehr regionale Orte gibt, wo man seine Mitnutzer treffen kann. Aber der CCC hat ja auch Ziele. Wir haben in der Satzung das Ziel der Informations- und Meinungsfreiheit. Ich denke, das ist auch eines der wichtigsten Ziele. Das ist das, was uns als Organisation auch ein Stück weit ausmacht, dass wir also nicht nur die Technik sehen, sondern dass wir auch das Potenzial hinter der Technik sehen und das Potenzial begleiten. Dass wir diese Vision versuchen umzusetzen und zu erfüllen. Im Rahmen der allgemeinen 1000-Jahres-Planung werden wir dann heute Abend noch eine Veranstaltung zu den Visionen machen, zu der auch alle herzlich eingeladen sind, die der Meinung sind, da mitgestalten zu wollen.
Ich freue mich sehr, dass es den CCC nach wie vor gibt. Ich freue mich darüber, dass er nach wie vor eine Rolle spielt. Und freue mich auch, dass nach wie vor das Interesse so zahlreich ist. Ja, und würde mich freuen, euch auch die nächsten 20, 30, 50 Jahre zu sehen. Sollen wir jetzt weiterlaufen? Nein, mach kurz.